Viele Menschen glauben, die Speise muss warm sein, damit sie wärmt. Das Gegenteil ist der Fall. Sie kühlt. Wenn es heiß ist, dann ist nur ein Moment ein Anstieg und dann kühlt es runter, weil der Körper will sich ja der Hitze entledigen. Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Denn wie du siehst, wir haben heute hier ganz, ganz viele tolle Sachen gezaubert. Und das ist noch nicht mal alles, denn die Hälfte davon haben wir schon verspeist, weil es einfach so lecker ist. Aber wir kommen jetzt wirklich langsam zu den Süßspeisen, denn bei uns ist immer noch Urs Hochstrasser. Und David habe ich auch noch bei mir im Studio. Und wir werden jetzt eine leckere Eiscreme zubereiten. Sehe ich das richtig? Wir werden einen Eiskaffee zubereiten. Ach, genau. Diese Bananen vor dir hier, die kommen eben gerade aus dem Tiefkühler. Und die schneiden wir jetzt in Würfel, also in kleine Dinge da. Weil die gehen in den Mixer. Und wir machen einen klassischen Eiskaffee. Eine ist weg. Die ist weg. Die hat keine Lust. So, dann nehmen wir den Mixer, füllen das in den Mixer hinein, geben ein bisschen Wasser dazu, weil der klassische Eiskaffee, der ist nicht zum Abstechen, sondern den löffelt man so aus dem Glas, der ist halbflüssig. So, voilà. So knapp die so zwei Drittel von was wir an Bananen drin haben. Jetzt lassen wir das. So. Und dann geben wir hier noch ein bisschen Apfeldicksaft dazu. Wir geben ein bisschen Mandelpüree dazu und wir nehmen noch etwas. Wir sprechen ja von einem Eiskaffee. Kaffee ist natürlich nicht das, was wir jetzt unbedingt zu uns nehmen. Ja, richtig. Aber wir täuschen Tatsachen vor. Gell? Wir nehmen schwarze Melasse. Aha. Die schwarze Melasse allerdings ist keine Rohkost. Okay. Die schwarze Melasse ist das Gegenstück vom Zucker. Im Prinzip ist das eine sehr geballte Ladung an Mineralien. Weil die Zuckerrohre enthalten viel Mineralien. Und die werden dann vom Zucker weggenommen. Und wir haben nur noch den Zucker alleine, aber die wertvollen Stoffe sind weg. Wir suchen hier nicht viel Vitamine drin, aber die Mineralien sind hitzebeständig. Ja, und das ist das Interessante. Und deshalb haben Menschen gesundheitliche Erfolge, die die schwarze Melasse zu sich nehmen. Und da gibt es extra ein Buch mit Testimonials drin über die schwarze Melasse. Und Menschen mit Blutarmut und schwarzer Melasse haben das sehr schnell wieder in Ordnung gebracht. Auch bei Blutarmut, da kann man auch viel Grünes, müsste man da einbauen. Richtig. Aber eben die schwarze Melasse, am Anfang habe ich gesagt, das kommt mir nicht in die Rohkost. Dann aber habe ich gesagt, eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein und eure Nahrungsmittel eure Heilmittel. Also kann man das ohne weiteres da einbauen und die Leute haben nach Kaffee gefragt, was mache ich an Kaffee und so weiter. So, und jetzt haben wir eine halbgefrorene Geschichte, das machen wir zum Beispiel in so ein schönes Glas. Komm, wir nehmen ein goldenes, ganz schönes Glas. Oder wir könnten auch ein bisschen hier von so einem Olivenholzgeschirr nehmen, das nämlich den Geschmack nicht aufnimmt. Es hält die Produkte länger haltbar. Können wir auch machen. Wie ihr möchtet. Genau. Oh, lecker. Cremig. Farbe wie ein Cappuccino, fast wie meine Hautfarbe. Und cremig wie Jana. Und dann geben wir noch ein bisschen Blüten darauf.
Sehr schön. Und dann sieht das farbig aus. Gell? Toll. Und wenn man so gerade an Sommertagen, wo es heiß ist, feines Dessert hat, was könnte man noch davor nehmen? Ganz einfach schnell eine Suppe. Hm. Ah, ja. Es gibt eine Suppe. Ah, da könnte man schnell eine Karottensuppe machen. Ich zeige euch mal, wie willst man du das aber wenigstens mal probieren? Du magst ja so den Kaffee oder besser gesagt dieses... Oh ja, da brauche ich aber ein Löffelchen. Dann kriegst du gleich ein Löffelchen von mir. Das können wir ja nicht lange stehen lassen, weil das wird ja dann warm. Richtig. Aber schön, dass es jetzt noch eine Suppe dazu gibt. Ach, du hast auch ein Löffelchen. Ah, gut zuerst. Ladies first. Köstlich, köstlich, köstlich. Großen Löffel nehmen. Oh, voll lecker. Geht wirklich in Richtung Kaffee? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Echt? Ja? Findest du? Mhm. Also, ich finde es mega lecker. Also ich würde jetzt nicht an Kaffee denken, aber ich finde es voll lecker. Kaffee so ohne Säure. Köstlich, köstlich. Sehr, sehr lecker. Schmeckt wirklich gut. Das löffeln wir dann auf alle Fälle noch leer. Gerne. Also jetzt. Ja, also Leute, ihr könnt gerne mit etwas mehr Süße gegensteuern. Zu dem, was die Industrie uns da liefert, könntet ihr den ganzen halben Mixer voll machen. Ihr denkt, oh, das ist aber viel. Das ist aber viel Apfelsaft, das ist aber viel Melasse. Leute, wenn ihr sehen würdet, was die Lebensmittelchemiker, die Lebensmittelmafia da zusammenbrauen. Jana und ich haben unglaubliche Skandale gelüftet. Schon zu diesem Thema. Schaut unbedingt nochmal in die Sendung rein, denn das ist einfach nur skandalös. Ja, da haben wir mittlerweile 3 Interviews abgedreht, weil wir gesehen haben, dass das ein Thema ist, was euch wahnsinnig interessiert. Und wir auch wissen, dass die meisten nicht annähernd, also wirklich nicht annähernd eine Vorstellung davon haben, ja, was die präsentiert kriegen. Ja? Ja. Also da wird statt Safran wird einfach rote Beete-Streifen genommen, genau. Olivenöl mit Chlorophyll angereichert, damit es schön grün ist. Und das ist kein Scherz. Richtig. Das ist wirklich so. Das ist Realität. Ja, und ich habe festgestellt, hinter der Nahrungsmittelindustrie steht eine Absicht. Mhm. Und die ist nicht sehr menschenfreundlich. Ja. Ja, es gibt auch so einen Codex Alimentarius, aber anderes Thema. Wir bleiben bei dem Genuss. Genau. Wir bleiben bei den schönen Dingen des Lebens. Wir wollen euch ja zeigen, wie man es richtig macht. Richtig. So, und ich weiß, also Karottencremesuppe ist natürlich super für Magen-Darm-Trakt. Mhm. Die hilft nämlich auch gerade bei Lucky Gut-Syndrom, durchlässigen Darm. Da sollte man wirklich eine pürierte Karottensuppe zu sich nehmen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also was Besseres gibt es nicht für den Magen, weil das Tolle ist, dass die Karotte, die Enzyme im Prinzip die Magenschleimhaut wieder mit aufbauen. Und die ist wirklich gut für die Magenwände. Du, da habe ich aber was Neues gelernt. Mal ein Check hier. Das wusste ich bisher nicht. Und viele haben Leaky Gut-Probleme. Das heißt, durchlässiger Darm, durch das Gluten, den Fleischkonsum, die Milch, hat sich der Darm entzündet und die Tight Junctions zwischen den Darmzellen sind aufgerissen. Und da gelangen Parasiten, Viren, Bakterien rein. Da kommt es zu Autoimmunerkrankungen und ganz vielen chronischen Krankheiten. Und wenn ihr mit so einem einzelnen Rezept das präventiv schon vorbeugen könnt, ist doch klasse. Ja, das ist genau. Wirklich eine Heilung aus der Natur. Also. Ja. Und dann machen wir mal schnell den Deckel drauf. Wie machst du es jetzt mit der Wärme? Die Suppe soll ja warm werden. Lässt du den Mixer jetzt so lange laufen? Hast du lauwarmes Wasser genommen oder wie machst du das? Eine gute Frage. Warum muss eine Suppe warm sein? Das ist eine Vorstellung. Und niemand außer dem Menschen isst warm. Stimmt. Und viele Menschen glauben, die Speise muss warm sein, damit sie wärmt. Das Gegenteil ist der Fall. Hm. Sie kühlt. Wenn es heiß ist, dann ist nur ein Moment ein Anstieg und dann kühlt es runter, weil der Körper will sich ja der Hitze entledigen. Stimmt. Das ist wirklich so. Deswegen und tun ja in heißen Ländern die Leute eben auch heißen Tee trinken. Ja, genau. Damit sie sich dann kühlen genau können. Genau. Ja. Und außer dem Menschen ist niemand warm. Stimmt. Gar niemand. Und die können viel mehr Temperaturunterschied ertragen als wir Menschen. Richtig. Also, wenn man das sieht, Die kleinen Vögel essen nie eine warme Suppe und wenn es Minus ist, dann sitzen die da freundlich da. Gell? Hast du noch nie einen Fuchs gesehen, der sich einen Hasen grillt mit einem Lagerfeuer? Ja. Auch da könnte man jetzt verschiedene Sachen machen. Man könnte hier jetzt zum Beispiel Safran hineingeben. Man könnte hier Curry dazugeben. Schon mal ein Teller. Man könnte einfach ein bisschen davor.
Ich kenne mich einfach am besten in meiner Küche aus. Sucht der Safran? Nee, er sucht einen Teller. Ah, okay. Hat nämlich jemand schon wieder Hunger. Wie gesagt, wir können auch Curry dazugeben, wir könnten ein bisschen Cayenne dazugeben, je nachdem, was wir wollen. Man könnte in diese Soße, was auch sehr fein schmeckt, wenn wir etwas Curry dazugeben, zum Beispiel etwas Avocado dazugeben. Oh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Tschüss. Das habe ich noch nie gegessen. Da muss ich kurz den Avocados-Mythos aufklären. Viel wird gegen Avocado gehetzt. Ich habe mir jetzt die Liste der am wenigsten und am meisten pestizidbelasteten Lebensmittel angeschaut. Am wenigsten pestizidbelastet ist die Avocado und komischerweise wird gegen die gehetzt in der Lebensmittelindustrie. Angeblich wird sie so viel Wasser und Mafia auf den anderen. Leute, das ist auf allen Plantagen so. Egal welches Obst oder Gemüse ihr kauft aus dem Ausland, da arbeiten meistens irgendwelche Gastarbeiter, irgendwelche Sklavenhändler, treiben die da. Leute, das ist kein Argument, die Avocado zu nehmen. Und die Banane braucht mehr Wasser bei der Herstellung als die Avocado. Kommt jetzt jemand euch und redet euch die Banane schlecht, die inhaltlich noch viel gefährlicher ist. Die Avocado macht satt, sie hat gute Fette und sie ist wenig pestizidbelastet. Ich esse Mango? Gerne Nein, Avocado. Wir reden das eigentlich Mango. So, ja. Aber, das ist aber gut, du hast Avocado gesagt. Siehst du, damit haben wir etwas über die Avocado. Ich meinte ich die ganze Zeit eine Mango in. Ich habe jetzt wirklich überlegt, gibt es irgendeine andere Avocado-Sorte? Gibt es eine gelbe Avocado-Sorte? Ich meine natürlich eine Mango. So, wir geben da hier die Mango dazu. Mango, viele finden es auch gar nicht, in der Schale Omega-3-Fettsäuren so viel wie die Avocado im Kern. Also eine sehr, sehr gesunde Frucht, auch die Mango, wenn man die Schale mit isst. Und die Tiere, essen die Schale mit oder schälen die Mango? Überlegt mal ganz gut. Ich hole es mal aus der Schale raus, gerade weil ich... Gourmet-Rohkost ist natürlich was anderes. In der Schale sind natürlich auch Bitterstoffe, da sind Gerbstoffe drin. Das wäre weiter kein Problem, aber ich weiß nicht, wo die alles war. Stimmt auch. Mhm. Deshalb hole ich das schön raus und gebe da noch ein bisschen Curry dazu. Und zwar gebe ich hier Farben von Jaipur. Das ist eine etwas hellere Mischung. So. Voilà. Und da geben wir noch ein bisschen Cayenne dazu, sobald ich das finde hier drin. Cayenne ist heute nicht dabei. Dann geben wir noch ein bisschen mehr Curry dazu. Es gibt ein Gong-Zeichen. Cayenne nehme ich dann das nächste Mal mit. Ich glaube, ich habe Cayenne gefunden hier. Hast du gefunden? Ja. Ich nehme sehr viel Gold und Platin jeden Tag. Meine Augen sind wie von einem Adler. Immer wenn ich neue Dosen drin habe, finde ich nachher das Zeug nicht mehr. Ja. So. Da müssen wir aufpassen. Ja, was Cayenne-Pfeffer, das. Cayenne für Vorteile für den menschlichen Organismus. Jetzt sind wir nämlich dabei. Rohkost kann auch wärmend wirken. Im Ayurveda spricht man von wärmenden Gewürzen und kühlenden Gewürzen. Voilà. Und da kann man einfach so den Körper warm kriegen, oder? Ja, mit Gewürzen auf alle Fälle, klar. Ingwer, Kurkuma, Cayenne, ja? Wir haben auch noch Zimt drin, ne? Also uns wird es jetzt ordentlich warm. Richtig, oh, mir ist kalt gerade, darf ich noch hier mal? da. Ah ja, hab ich dir weggenommen. So. Hätte ich jetzt keine Mango hineingegeben, hätte ich etwas Apfeldicksaft dazugegeben. Mhm. Dann hätte ich die natürliche Süße der Möhre etwas erhöht. Mhm. Gell? Also das sind die Kombinationen, wo man sieht, ja auch zu Hause, gell? Ich meine, wir haben auch Kinder gefüttert. Mhm. Und wir haben sehr viel über die Kinder, durch die Kinder, mit den Kindern lernen dürfen, weil die sagen dir geradeaus, Daddy, das mag ich nicht. Ja, genau. Ja. Da müsst ihr da was Neues überlegen. Ja. Also, ich erinnere mich an eine Geschichte, du bei einer Rohkostmesse erzählt hast, wie du das mit den Kindern und der Rohkost erledigt hast. Du hast gesagt, Leute, wenn ihr Rohkost essen wollt, ich bereite alles zu, ich mache euch alle Speisen, mehrere Gänge. Wenn ihr was kochen wollt, gerne, aber dann macht selbst. Genau. Aber auch die Küche sauber. Richtig, auch die Küche sauber machen. Genau. Sehr also, gut. Wenn sie da Rohkost... mitgegessen haben,
Dann habe ich die Küche gemacht. Wenn sie gekocht haben, mussten sie die Küche machen. Fairer Deal. Ja. Gut, da nehmen wir noch zur Garnitur zum Beispiel ein klein wenig Paprika. Mhm. So. Geben noch ein bisschen Petersilie drauf. Die genauen Rezepte könnt ihr natürlich wie immer in seinem Buch Rohkost zum Feinsten nachlesen. Das werden wir drunter verlinken. Da sind zahlreiche Rezepte. Einfacher denn je, geschmackvoller denn je. Also wirklich Rohkost vom Feinsten. Wunderbar. Das ist doch fast so schön zum Essen. Ja, sieht alles so lecker aus. Ja. So. Und wir sind alle schon so satt. Voilà. Ja. Et voilà. Gut. Merci, Monsieur. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch guten Appetit. Wir danken dir. Wir sind jetzt schon am Ende. Du hast hier ganz, ganz tolle Sachen gezaubert und ich hoffe, dass ihr was daraus mitnehmen könnt. Und ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn du wieder zu uns kommst. Sehr gerne. Ja, danke schön. Komm her. Gerne. Da mache ich gerade mit. Komm. Das war wirklich traumhaft. Oh. Schön, dass du gekommen bist. War super. Oh, ich freue mich so. Schön. Dann bis zum nächsten Mal hier in Dresden, hoffe ich. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Macht's gut.